Wir erleben in diesen Tagen, also in den kommenden Jahren, aber auch schon seit einigen Jahren, einen Paradigmenwechsel vom Gesundheitswesen zur Gesundheitswirtschaft. Wir erleben immer mehr Marktgeschehen, auch auf dem Gesundheitsfeld. Zwei große Treiber gibt es dort. Einmal die Kostensituation. Es gibt eine steigende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen und begrenzte Transfermittel. Und diese aufgehende Schere führt dazu, dass man sich wirtschaftlicher verhalten muss. Und dazu kommt die steigende Patientensouveränität. Patienten werden souveräner deswegen, weil die Intransparenz abnimmt, mehr Informationen auch über das Internet die Menschen stärker macht, den Patienten zum Konsumenten macht. Das wird alle Akteure, also Institutionen, aber auch Unternehmen in den nächsten Jahren ganz dramatisch verändern und wir werden in 20 Jahren ein ganz anderes Geschehen auf dem Gesundheitsmarkt haben. Das ist außerordentlich interessant und das macht die Gesundheitswirtschaft so attraktiv.